Jo Leute, was geht? Rob hier zurück zu einem neuen Video. Diesmal sind wir wieder im Teambuilder-Menü von Pokémon Showdown. Und ich dachte mir, wir machen heute mal ein UU-Team. Wir hatten jetzt viele, viele OU-Teams. Und deshalb wird es mal wieder Zeit, dass wir ein UU-Team bauen. Und wir nehmen eins meiner absoluten Lieblings-Pokémon, und zwar Akani, mit ins Team, definitiv. Zusammen mit den. Will ich es offensiv? Ne, wir spielen es normal mit Leftovers. Intimidate auf jeden Fall. Und Move sollten eigentlich relativ klar sein. Close Combat, Flare Blitz, Wild Charge und Extreme Speed. Also Turbo Tempo. Genau, und das ist unser Akani. Dann Alomomola wird unser Water-Type. Generator. Und bekommt auf jeden Fall Scald. Recover. Ah, es bekommt keinen Recover. Ah, ich bekomme Knockoff. Ich muss schauen, ich weiß, wie hab ich Alomomola immer gespielt. Ich muss mal schauen, was Showdown hier sagt, wenn es lädt. Weil mein Internet ist immer noch richtig, richtig kaputt. Ich weiß nicht wieso oder woran es liegt. Ging eigentlich in letzter Zeit immer. Ah, Wish, genau. Wish was. Scald, Wish. Knock-off und Protect. Das Item, gibt es eine Alternative? Ja, es gibt Rocky Helmet. Ich will nicht zweimal Leftover spielen. Wir nehmen mal Rocky Helmet auf unserem Alomomola. Und gestern sollte eigentlich eine Folge Big Bang kommen. Ging leider nicht, weil irgendwie hat es nicht gespeichert gehabt, die beiden Dateien waren nicht im selben Ordner und dann hatte ich gestern nicht genug Zeit und habe gearbeitet bis um 8 und war dann ab 10 weg. Oder bis um 9 praktisch gearbeitet, bis ich dann daheim war und alles. Und dann musste ich es nachspielen und dann hat die Zeit nicht gereicht, eine neue Folge aufzunehmen und es direkt hochzuladen. Deshalb werde ich jetzt danach noch eine Folge Big Bang aufnehmen. Vielleicht kommt sie heute, wenn nicht spätestens morgen. Und NBA 2K werdet ihr auch sehen oder habt ihr schon gesehen, es wird das erste Video heute. Also heute ist Dienstag übrigens. Arcanine, Alomomola. Kein Cresselia, nein. Fortress ist interessant. Ist Heldragon Juju? Ich weiß, dass sie letztens einen Suspect-Test gemacht hat. Ich weiß gar nicht, wie der ausgegangen ist. Memo. Metagross. Oh, Nidoking ist natürlich immer schön. Reuniclus. Aber das habe ich die letzten Male so oft benutzt. Suicune. Oh, Suicune statt Alomomola ist natürlich auch eine Option, aber Suicune ist der Standard auch. Das ist nicht unbedingt meins im Moment. Pflanzentyp wäre nicht schlecht. Chestnut, Celebi. Nehmen wir Celebi. Gibt es eine Alternative zu? Ich muss das Set angucken. Sorry Leute, aber ich will ein bisschen schauen, was da geht. Den Call Mind wäre eine Option. Oder eine Estie Plot, genau. Ich will keine Leftovers drauf haben. Weakness Policy. Das ist doch interessant. Das ist ein interessantes Set.
Das ist echt interessant. Mit Megato Hyrule oder sowas vielleicht? Ich glaube, wir nehmen das. Wir spielen ein bisschen damit rum heute. Und dann am besten Megato Hyrule oder ähnliches. SD Beta Town Pass Recover Seed Bomb. Genau. Our Weakness Policy. Ja. Definitiv. Attacken stimmen. Stimmt auch. Ah, Megato Hyrule, wirklich. Was gibt's denn an Mega-Pokémon im Juju-Bereich? Mega-Absol wäre auch eine Alternative. Speed von 115 und 150 Base Attack. Im Vergleich zu Sharpedo 140 Attack und 105 Speed. Mega Absol oder Mega Tohaido? Ja, wir gehen für Mega Tohaido. Speed Boost. Crunch. Waterfall. Protect. Und EQ. Können EQ spielen. Ich glaube, das machen wir. Crunch, Waterfall, EQ, Protect. Genau. Klar kann sich Entei übrigens spielen für Arcanine, das weiß ich, aber ich will Arcanine benutzen. Also jetzt brauchen wir noch ein bisschen was Defensives neben Alamomola. Was für Tarnsteine. Empoleon? Ja, wir haben schon so viel Wassermons. Deswegen kein Empoleon. Glavantula. Focus Sash und den Sticky Webs, Bug Buzz, Thunderbolt. Was spielst du noch normalerweise? Giga Drain. Lernt es nicht. Ich lerne Toxic. Wir probieren es, warum nicht? So, mit Compound Ice ist Thunder natürlich besser. Special Sweeper passt, Focus Sash passt. Ja, aber dann bekommen wir die Sticky Webs raus und sind mit Celebi definitiv schneller, können Schwertanz rausbekommen, rausswitchen auf Sharpedo und dann in die Mega und sweepen. Das ist so der Plan bis jetzt. Brauchen allerdings immer noch einen Defogger. Ich würde sagen, wird Crobat. Das ist schon sehr offensiv. Es ist schon sehr, sehr offensiv. Ja, und wir haben auch eine heftige Bodenschwäche. Wobei.
Moves. Nein, das war nicht geplant. Nein, was tue ich? Gudra. Wir haben auch keinen. Florges wäre, glaube ich, besser. Wir brauchen noch ein Feen-Pokémon. Für die ganzen Drachen, die gespammt werden. Wir haben auch kein Drachen-Pokémon. Es fehlt mir da so ein bisschen. Gerade was haben wir denn gegen Haxorus zum Beispiel? Okay, wir hätten alle Momola als Check, aber naja. Also wirklich checken. Gegen Hydreigon haben wir zum Beispiel nichts. Wirklich. Ich glaube, wir probieren es mit Florges. Florges. Leftovers. Moonblast. Command. Wish. Und Protect. Das wird unser Florges-Set. Wir machen es aber speziell defensiv. Oder wir machen es mixed. Ich weiß nicht, ob es so viel Sinn ergibt, das mixed zu spielen. Wir probieren es einfach mal aus. Ja, doch, so müsste es passen. So müsste es passen. Wobei. Ich schau mal, was sie bei Showdown, bei Smogon für Sets haben für Florges. Oder für EV-Verteilungen. Überall. Und was wir natürlich auch machen könnten, wir spielen es so, aber dafür mit einem Calm lesen. Ich glaube, so machen wir es. Da haben wir das positive Special Defensive Wesen und die EV ist voll auf Defense. So müsste es passen. Das wird unser Team sein. Ich hoffe natürlich, dass es gut ist. Wie gesagt, ich habe meine Zweifel einfach, weil so ein bisschen die Power fehlt, finde ich. Wir haben Sharpedo, wenn Sharpedo, sobald Sharpedo weg ist, sieht es übel aus. Okay, wir haben Arcanine noch. Wir haben noch Arcanine. Und wichtig ist, dass wir mit Galvantula die Sticky Webs rausbekommen und dass sie bleiben. Und dann können wir mit Celebi schwer tanzen, rauswechseln mit Baton Pass auf Sharpedo oder auf Arcanine und dann könnten wir theoretisch sweepen. Das ist der Plan. Ob das so funktioniert, Leute, das wird sie noch rausstellen. Genau. Items, das passt alles. Und ja, dann würde ich sagen, Leute, ist das unser nächstes Team für diese Woche. Ihr könnt gerne direkt auch schon eure Meinung in die Kommentare posten, was vielleicht gut ist, was nicht gut ist, wo wir Verbesserungen vornehmen könnten. Wie gesagt, ich will ein bisschen was ausprobieren. Und dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.
Bis dahin, ciao, tschüss und adios. Euer Rob.